Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres zweiten Commander Specials mit den Doppler Decks sozusagen. Wir spielen noch immer Grist versus Atraxa versus Vega versus Akades. Board Situation ist momentan so: Der Christopher mit Atraxa hat Toxrill an Bord, der ziemlich das Board unter Kontrolle hält und ihm irrsinnig viele Schnecken produziert. Ich verstecke mich momentan hinter meinem Ghostly Prison. Problem ist, Matthias versucht das gerade mit Abrupt Decay zu zerstören. Matthias ist überhaupt ein bisschen durch Toxrill gelähmt, weil alle seine Kreaturen so klein sind, dass sie sofort wieder sterben würden. Auch der Stefan kann nicht viel machen, seine Kreaturen überleben zwar länger, aber ja, ist auch schon kurz davor, alle zu verlieren. Also, ja, momentan schaut es wieder so aus, wäre Christopher weit vorne. Schauen wir an, wie das Game weiterläuft. Ich wünsche euch viel Vergnügen damit und jetzt geht's los. Aber ich mache sein Ghostly Prison kaputt. Das ist aber nett. Ja, gerne geschenkt. Jetzt, da habe ich schon Bock, wen zu fetzen. Jetzt ist der Konzept. Ich habe mir gedacht, wenn er mich davor unverschämt für drei haut, wenn du weißt, das Kontra wieder mit zerfetzt. Kann er nicht, das ist Abrupt Decay, also vielleicht kann es irgendwie. Er bounced sich das Ghostly Prison. Kann er auch machen. Er flickert. Tiefer ist Protection. Also. Korrekt, ich baue es mit Ghostly Prison. Gut. Dann ist mein Zug. Sick. Haust du ihn jetzt in der Runde, oder was? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Nein, ich mache jetzt 7 Level. Du kannst den umhauen. Ja, umhauen. Nein, kann ich bin nicht. Bin auf 36 schon noch. Ja, das muss schon gehen. Musst du Matthias mal mit 15-15 angreifen, damit er genau weitergeht. Genau, dann geht das schon. Mhm. Matthias, wenn wir das spielen, ist das nicht gut für uns beide. Das sagst du. Ja. Schmutzig richtig. Ist ja eigentlich wurscht, solange ich gewinne. Kann auch schlecht sein für euch. Ja, weiß ich. Also ich ja, du hast nicht gezahlt für Abrupt Decay, hast du gesagt, gell? Genau. Cool, das war. Achso, da hätte ich auch zahlen können, oder? Doch, für deins habe ich gezahlt. Meines habe ich nicht gezahlt. Smart. Immer schauen, dass man den aktivieren kann. Alles leibend. Der geht aber nur, oder? Der fliegt nicht, oder? Der geht nur. Dann werde ich mal Casually so vorspielen. Ich würde deine Karte ziehen. Bitte sehr. Ich auch. Ich werde mal das hier als Artefakt wählen. Mhm. Oh, nice. Mhm. Ich werde das hier als Kreatur wählen. Mhm. Was habt ihr denn für unsere Länder? Keiner. Gebt euch zu erkennen. Ich habe echt nichts Besonderes. Ja, nein. Ein also das ist das mein einziges Utility-Land. Ich sag's, wie es ist. Raus im Zahn. Ohne ja, Schuss. Dann machen wir das zusammen. Sehr gut. Das Land. Was machen wir noch? Planeswalker hat keiner. Warte, nehme ich ein blaues Mana im Pool. Ja, Enchant, ja. So, welches Enchantment nehmen wir? Desto. Desto Enchantment. Rüstig Study. Desto Enchantment. Rüstig Study ist auch sick. Aber dann wählen wir Patrick. Nein, ich mach deinen Rüstig Study. Nein, machen wir Desto. Ja, richtig. Machen wir Desto Enchantment. Weißt du, sonst gibt's. Weißt ja, die Schnecken bleiben aber dann nicht auf meiner Seite, gell? So, das war's. Auf jeden Fall kommen nicht alle rüber, sie zu langsam sind. Okay, das ist schon mal schon sagen an dieser Stelle. Dann geht's weiter. Warte, nein, ich nehme noch das eine Mal, was ich gehabt habe, um Sync Twice zu spielen. Dann ziehe ich eine Karte. Bitte. Aha. Weiter? Ja. Ja. Wundervoll. Vielen Dank an dieser Stelle. So. Marke auf alle Kreaturen. Ja, bitte. Am Ende des Matthias' Zuges. Wie viele Schlatzes kriege ich? Zero. Okay. 20. Du musst schon zwei haben. Einen, zwei. Der ist in der Runde ausgespielt. Erster Enter, zweiter Enter. Dann kriegst du einen Schlatz. Oh, cool. Sehr was wurschen. Ich hab meinen vergessen. Scheiße. Hallo? Wo ist das? Die ist auch leider. Die ist leider tot. Gewandert. Die werde ich auch nicht mehr kaufen. Die kostet schon drei. Hm. Mann! Oh, echt? Weißt du eh. Schauen wir mal. Der hart, gell? Schauen wir mal. Spielen wir das einmal gemütlich. Zahlst du extra? Für dich? Ja, fix. Was? Du bist ein Unsympathler, für dich zahle ich immer. Ist okay. Zahl ist in der Ordnung für mich. Hätte ich eigentlich Brustkommet machen können, aber wurscht. Ich will jetzt einmal angreifen gehen. Den
angreifen gehen, ja. Zeit wird's. Und jetzt greife ich den Matthias auf 24, das sind... Ich habe extra das große... Ja, ich greife den Patrick mit 14 Schletzern. Na, wir machen das korrekt. 7 greifen den Stefan an, 7 greifen den Patrick an. Block ich eine. Passt. Nein, das gleichzeitig geht's nicht. Ach so. Warum nicht? Oder ich war auf 35, oder? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich kann... 36 warst du. Cool. Dann kommt Lisa. Die hat Lifelink und fliegt. Und immer wenn eine andere Nicht-Token-Kreatur die stirbt, nehme ich sie am Ende des Endsteps auf die Hand zurück. Mhm. Und wenn eine Kreatur von eines anderen Maxeln sterben würde, wird sie exiled. Wo ist der Scheiß Käfer? Siehst du extra? Ja. Und außerdem kriege ich 4 Leben. Das darf ich. Also, nicht. Ah, da bin ich. Das ist. Macht mich fertig. 2, 4, 6, 8. Dann gehe ich in End of Turn. Marke. Schlingel, Schlatzi. Mit Exalt. Exalt. Weil er Liesa hat. Liesa! Steffen, bei dir auch? Ja. Also ein neuer Schlatz. Ein neuer. Danke, komm, Discard Step. An der großen Stadt. Nein, das Endstep passiert das, bevor du discardest, okay. Spiel noch Chemistry's Insight auf der Karte, wenn sich das freut. Ja, fix. Danke. Dann kann ich eine mehr discarden. Dann kannst du eine mehr discarden, korrekt. Passt, danke. Dann bin ich im einen Step. Ja, der Patrick hat was zu sagen. So wie er zieht, da hat er was gefunden. Wenn er so klatschen lässt, dann ist er. Ja, da hat er was gefunden. So, jetzt ist Patricks Zug. Ja, schau. Ja, jetzt ist er. Ich hab nur Optionen seit 10 Runden. Nein, 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 die Karte heißt Wunder, die du hast. Das ist nicht ob. Die habe ich auch. Ja. Aber du sollst mich in die Hand schauen. Warum nicht? Du spielst das eh gleich. Nein, mach ich nicht. Wie schlecht bist du? Spiel die doch jetzt. Nein, ich spiele mal Ghostly Prison. Mhm. Dann zieh ich eine Karte. Bitte. Oh, cool. Oh, cool. Die Sorge ist, dass der eine Wrath halt nicht reichen wird. Suspend. Wem? Ancestral Visions. Ihm, musst du sagen. Suspend ihn, Bruder. Bitte, Schatzi, suspend ihm, Alter. Passiert sonst noch was? Ja. Passiert sonst noch echt schon wieder irgendwie. Ich manage gerade mal meine Karten. Ich überlege überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was ich machen will. Die Karten liegen seit 3 Runden so da, wo du sie hättest managen können. Passt schon. Rief die. Ah. Suspender. Was macht der? Auch Karten ziehen, oder? Der bounced. Wenn ein Spiel kommt, bounced er was. Macht Boomerang. Boomerang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Handkarten. Der macht schon gar nichts. Habe ich auch nicht nötig, go. Wir haben jetzt mein Enchantment Removal. Dann stirbt der, ne? Also nein, das stirbt nicht. Ja, das noch machen. Dann kommt das drunter. Dann zieh ich auch. Row of Stars. Was macht das? Equipped Creature bekommt +0/+3 und für 2 Mana face die Creature out. Ah, okay. Nicht so schlecht. Er saved sie. Diese Wall ist unkaputtbar. So. Du musst das Mana, glaube ich, gescheitert tappen. Na, warum? Also da ist ja weißes. Sorry. Dann face diese Kreatur aus. Mhm. Weiter geht's. Dann. Ich gibt's irgendeine Kreatur? Nein. Nicht. Nein. Dann opfere ich End of Turn Nurturing Peatland und werde dredgen. Mein Lehmuslim. Hast du eigentlich für die extra gezahlt? Nein. Dann kann ich will nichts. Du bist nicht, okay. Sorry. Land. Ding sie. Irgendwas. So. Dann gehe ich in meine Runde. Dann Sylvanische Wallis-Bibliothek. Das. Was macht dieser? Ich würde einmal ein Kautschi essen, weil das geht nicht, Alter. Achso, kann ich nicht. Wenn ich jetzt Kaugummi kaut, dann hört das zu sehr. Dann lieber nicht. Das Klatschen kann schon knatschen. Hm. Schon korrekt eigentlich. Super optimal. Das Klatschen knatschen. Dieses Ghostly Prison, Patrick. Ja. So ein bisschen, kannst du das wegmachen? Das Ghostly Prison? Ja.
Ja, wenn es ein Patrick, also wenn es nicht mich angreifst, sondern Patrick kann ich schon. Ja, eh, weil der Patrick wird langsam gefährlich, weil er so viele Karten zieht. Sagt der dir, dass er Runde 4 draußen hat. Ja, aber du siehst, ich habe noch nicht so viel gemacht. Mhm. Schön mein Board aufgebaut, gewartet. Immer korrekt Angriffe aufgeteilt. Immer korrekt gewesen, der Christopher. Ja, ja. Kannst du mich da stumm machen mal dann? Aber ich dich stumm ich machen, kann. Gehen kann. Ja, grundsätzlich kann ich das schon machen. Ja, oder mich aus, wenn ich es mal absetze, einfach ausmachen. Also wenn du ja. Ja, mach du nur, gell? Du bist das. Du grün. Bist grün, ja. Ja, Matthias, dich hört man jetzt auch nicht mehr. Nein, Blödsinn, super. Christopher hört man nicht mehr. Super, nein, jetzt mach ich alles lieber. So, jetzt hört man ihn wieder, weil es ja schon abgesteckt. Ich spiele mal Leben aus Leben. 1, 2, 3. Na, warte, da ist ein Cycle-Land noch irgendwo drin, gell? Ja, hier. Schups. Hast du für das extra gezahlt eigentlich? Für uns beide? Nein, bitte. Sicher nicht. Sicher nicht, okay. Was ist das? Was ist? Was ist das? Eine Schnecke. Wie ja, ein siehst. Ghostly Prison. Eins Schnecke. Du hast 1 Million Kreaturen. Kannst du die da beseitigen? Jetzt? Ja. Weil dann kann ich die Schnecke töten. Nur die Schnecke oder alle? Die Schnecke. Nein, ist okay. Ja, lass du mein Ghostly Prison leben? Ja, dann lasse ich das Ghostly Prison leben. Okay, ja. Was mit euch weil dann habe ich Blocker gegen diese Sache. Passt, ja. Dann werde ich mal das spielen und nur als zusätzliche Kosten eine Karte abwerfen. Dann werde ich respondieren und das suspenden für 2 Züge. So, dann lege ich noch. Lege ich das Land noch? Ja, ich lege ein Land noch. Das hättest du mir sagen müssen, aber ist okay. Was? Ich hab kommt, dass das ausgesteckt. Ja, wenn ich ihn ab, wenn ich dich abstelle, ist auch er tot, dann habe ich ihn wieder auftritt. Achso, ja. Wir haben die Schnecke beseitigt im Teamwork. Wunderbar. Dann. Ich möchte einfach scryen in meinem Upkeep. Ah, hast du mich dafür, hast du mich dafür zahlt? Das ist alles, nein, was wichtig ist. Dann mache ich hier so Warm Harvest. Für 1, 2, 3, 4. Aber er hat die Schnecke jetzt auf der Hand, oder? Nein, sie ist tot. Sie ist im Friedhof. Ich habe die Seele suspendet. Zuerst auf. Ah, und 10. Er hat dann sie gekillt. Nice. Mhm. Achso, du hast jetzt so Würmer, gell? Mhm. Das ist schlecht. Mach mir auch Würmer. Ich brauch 10 Würmer. Mach ihm auch einen Wurm. Mal dir selbst Würmer. Ich brauch ab so 10 Würmer. Mal dir auch einen Wurm, ja. Aber ich hab nichts mehr zu malen. Ich geh jetzt auch aufs Klo. Nein, das ist nicht. Nach der Action gehe ich aufs Klo. Na sicher. Da muss ich mir gleich übergeben. Wenn ich da selber Würmer malen muss. Geht's weiter? Machst, zahlst du für Wurm haben es eigentlich? Nein, zahlt er nicht. Er zahlt wie oft wirst du mich noch fragen? Ja, für jede Karte muss ich halt fragen, ne? Ist korrekt der Spieler. So, dann geht die Lise auf 1. Dann ziehe ich eine Karte. Dann lege ich diese rejuvenierenden Sprünge. Und wie es das Schicksal so will. So ein sehr schöner Wurm. 2, 4, 5. 7. Möchte ich gerne den Wurm 3 Karten von mir nehmen. Das ist alles das allerletzte mit ihm. Ist es Leaves Battlefield oder Die bei dir? Die. Das heißt, ein Swords reicht. Nein, Leaves the Battlefield. Also ein Swords reicht nicht. Dann ist wurscht. Countern. Dann krieg ich gecounter hätte, werden schon einige Sachen nicht resolved. Dann wäre ich mit Stefan mit 19 Würmern angreifen. Ja. Du das. 10:15. 10:15. Ist auch okay. Passt? Ja. Gut. Und dann werde ich noch eine Linvala spielen. Du kannst übrigens Karten ziehen. Ja, zahlst nie extra, oder? Für die Linvala zahle ich. Aber die anderen nicht. Für die anderen ist traurig. Kriege ich 4 Leben. 1, 2, 3, 4. Du machst nicht mal Mass für Mobile spielen. Ich habe noch keins gezogen. Dann geht's weiter. Du lügst schon wieder. Ich lüge nicht. Ich werde aber nach Mars Removal suchen und deswegen sinkt Weiß dort nochmal casten. Dann ziehe ich oder nicht? Ja, bitte darum. Okay, Bruder, dann ziehe ich. Danke. Dann gehe ich in meinen Draw-Step. Da
dann ist ein zweiter drauf. Dann ist, geht das auf Schnecke. 3, das auf 2, das da ziehe ich. Bitte nicht nochmal Schnecke. Ah, ich hätte Top machen können, egal. Die guten Spüler ziehen es von oben. Maß für den Hull? Ja. Jawoll! Aber da kriegt er nur das Retour. Ja, ich arbeite mir alles ab, kein Problem. Aber er kann nicht angreifen damit gleich. Das ist ja schon mal was. Ich werde mal das Gottlieb Reason dann zerstören, glaube ich. Nicht, aber nicht. Das wäre was. Muss nur kurz Kartenverwaltung durchführen. Mal diese Kartenverwaltung hier. Ist eigentlich fast besser als der Mass Removal, was ich gerade gezogen habe. Aha. Dramatic Escape. Ah, das wieder dieses. Verstehe. Kann ich wieder nicht angegriffen werden. So, wir müssen nicht Mass Removal spielen, weil die anderen müssen eh zuerst gekillt werden. You got my point. I don't like this. 5, 6, 7, 8, 9. Und dann spielst du Mass Removal, weil du ein leider Typ bist. Nein. 9. Bitte. Dann spiele ich noch ein Preordain. Das ist eine Mass Removal, das ich noch im Deck habe, macht in dieser Situation gar nichts. Gar nichts? Was hast du nicht? Naja, er kriegt noch mehr und verliert aber nichts. Weil, was ist dein letztes Mass Removal? Das, was man dann aftermarfen kann. Oh. Und... Das alles, was wenig. Bei ihm gerade gefährlich ist, so lässt und alles, ja. Was ihm noch stärker macht, wiedergibt. Discard Spell? Discard Step? Discard Spell, ja, wäre gut. Ja. Land und Otherworldly Gates. Dann kommt der wieder rein und scryt für mich. Guten Tag. Grüß Gott. Mein Name ist Oscar Bronner. Karl Oscar Bronner. Das ist nicht das Schlechteste. Ich glaube, das nehmen wir. Dann für 4. Wall. Reverend. Und ich glaube, den tun wir wieder phasen lassen. Eine Sicherheitsphase einlegen. Ja. Wobei, er überlebt. Es gibt ja gerade keinen Toxel. Ich muss das nicht gleich machen. Er gibt keine Schlatz. Ich muss das ja gar nicht gleich machen. Dann spielen wir auch noch diese Shields hier. Dann sage ich weiter und bekomme 8 Leben. Also, wolltest du extra zahlen eigentlich für uns beide? Ich will einmal zahlen, dass du nur 1 ziehst. Okay, und ich du darfst 2 ziehen. Oder ich opfer mein Nurturing Peatland und Dredger Leben aus Leben ausleben. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ah, Wall of Reference. Nice. Back in the game. Naja. It's okay, still alive. Still standing. Wow. Dann Library. Leiwand ist noch nicht. Dann spiele ich Grizzly Salvage. Ich reveal die obersten 5 Karten und kann davon eine Kreatur den Land nehmen. Wow, was macht das? Artefakt oder Enchantment kaputt machen, gell? Das ja, ist sehr ganz gut. Schön. Weg mit den Großklipp-Riesen hier. Weg mit deiner Rhystic Study. Fühlen sich hier alle so eingesperrt. Hast du? Nein, Patrick. Ich sehe mir Großlieb Riesen sterben. Ich habe so, ich 4. Lebe mal den. Nein, Patrick, gell? Nein, Patrick. Hab ich nur gefragt. Dann Großlieb Riesen weg. Na, jetzt kann er noch nicht angegriffen werden, oder? Nein, Patrick. Achso, ja, stimmt. Leben, ausleben. Jetzt kann man ihn sowieso nicht angreifen. Lege ich das mal. Frage ist, ob ich noch ein paar Token mache. Kannst den Christen legen? Na, kannst nicht. Der kostet 100 Mana. Ja. 9. Nice, geht einmal. Warte, ich muss das anders tappen. Der Patrick sammelt da seine 8-8-Armee. Naja, so viel sind sie nicht. 2, oder?
Naja. 288er sind schon. Das ist schon fast letal für den Stefan. Sind schon mehr Power als die Würmer. Ja, der Stefan hat aber eh. Also du hast keine Testentscheidung mit mir. Ja, das habt ihr mal weggemacht. Wir nicht. Ich möchte an dieser Stelle Schalai Voice of Plenty legen. Ich bin dagegen. You and Planeswalk, you control oder Autobitches control have Hexproof. Ich bin dagegen. Verstehe. Kannst du da was machen? Negativ. Oder bist du eigentlich da? Schau, hübsch aus. Na. So sehr halt nicht. Immer viel Leben. Ja, dann weiß ich nicht. Weil sonst keiner Mittag spielen will. Oder sich keiner auskennt mit dem Aufnehmen. Suchst du aus. Das ist es. Also du kannst ja alles mit Aufnehmen machen und dann setzt man mit dem anderen daher. Ja, das machen wir eh, wenn jemand dafür zahlt. Achso, die Lise kommt auch außerdem, gell? Grüß Gott. Grüß dich. Achso. 2, 3, 4. Was heißt das? Super optimal mit dem Aufnehmen und der Lise, gell? In zwei Leben hat er fette Engel dann, oder? Warum mit zwei Leben? Oder warum hast du den bekommen? Nein, der ist weg. Von Bischof. Bischof. Achso. 45. Schon wieder. Mhm. Weil du ihn nie hast. Mit was? 8-8 dann. Ich möchte dann Schalai aktivieren und auf alle meine Kräfte einen +1/+1 Konto geben. Mhm. Ich brauche halt bitte Würfel. Bitte. Nein, aber richtig. Ich mache das so. Auf alle deine Kreaturen ist es eine +1/+1 Marke. Okay? Nee. Nee. Na okay, dann halt auf denen. Das ist gut. Ja, das ist gut. Und die kriegen halt... Da, rannehmen. Danke. So, dann bin ich dort. Wir werden das jetzt probieren, langsam zu beenden. Wir werden einmal den Stefan mit den Würmern angreifen und den Patrick wird der Angel of Serenity angreifen. Patrick wird nicht angegriffen, oder? Ja, kannst du nicht angegriffen. Den Patrick nicht. Ach so, dann. Matthias, tut mir leid, ich muss irgendwas. Das Fliegende kannst du alles zu Matthias schicken. Aber ich kann ihn theoretisch vielleicht nächste Runde. Ja, Matthias, ich kann den Ghostly Prison killen. Bitte? Du kannst dann sein Ghostly Prison. Ich kann den Ghostly Prison. Achso, nein, ich kann den Ghostly Prison gar nicht killen. Voll. Achso, das ist jetzt schlecht. Musst du den Maler loswerden. Ja, dann. Und du musst es selber machen. Nein, Sexbuff haben. Greif dich einmal für 10 an einfach. Ja, ja. Passt? Ja. Weißt, mich hast du oder wen hast du für 10? Dann geht's weiter. Sehr fair von dir. Vielleicht brauche ich den Matthias noch. Secret 2, 4, 6, 8. Ich muss discarden. Ein Herald 2. Wie schön. Ja, ich zu kurz nachdenken. Muss sagen, das Walkedeck hat besser performt. Aber ich in beiden Spielen fast im Umbruch hätte. Ich kann die Linvala schon killen. Also ich kann die Linvala killen. Ja, oder du killst halt den Patrick und dann den Matthias. Ja, das Ghostly Prison halt. Ja, hast du eh viel Mana. Die Sache ist, du kannst sie halt auch nur für einen Turn killen, ne? Weil es kommt dir wieder auf deine Hand. Ja. Dann kannst du die ganzen +1/+1 Konto proliferaten. Das ist auch nice. Du hast sehr, sehr dicke Schnecken. Schnecke. Oder er legt einfach Contagion Engine und cleart wieder das ganze Board bei dir. Na, hat auch gut für ihn, glaube ich. Mhm. Ich kann es halt auch urumständlich spielen und das Ghostly Prison selber killen. Oder du haust einfach so alle tot. Weil deine Viecher eh dick sind. Zahlst halt für sie. Ja, ja, das ist ja auch der nächste Plan eigentlich. Ich werde das Jumpstarten und ein Planes discarden. Mhm. Siehst du eine Karte? Siehst du eine Karte. Da kommen zwei dazu. Also. That's not how this works. Ja. Sind wir immer Endstep, oder was? Ja, Endstep. Okay, dann muss ich sowieso discarden wieder. Ich dachte, du spielst schon die ganze Zeit. Nein. Der Bartik macht jetzt 8-8 und macht endlich Agro. Oder auch nicht. Danke, ich in meinen Zug. Ich hab schon gekauft. Geht deine Marke drauf. Deine runter. Und da auch eine runter. Danke dir. Dann zieh ich. Deine runter. Würde ich nehmen. Wie viele Karten er schon nicht gezogen hat, weil er den nie ausspielt? Weil er immer tot wäre. Mhm. Ist halt echt. Wie viele Runden wäre jetzt nicht gestorben? 2? Mhm. Circa, oder? Hättest du wieder eine extra Karte mindestens gezogen. Na, wir wissen ja, du magst dieses Kartenziehen nicht so. Es stimmt. Es ist mir zuwider. Sprichst du mal Ringtide? Mhm. Alte Artefakte.
schade, dass Academy gebannt ist. Dann würde ich Supreme Verdict spielen. Willst du Karte ziehen? Mhm. Krieg ich einen Tischer. Werde noch einen Wurm opfern, um eine Karte zu ziehen. Passt. Dann triggert Lizzie. Ja, natürlich. Ja, war sie. Ist leider ziemlich, ziemlich zum Erbrechen, aber sie ist normal. Also. Du kriegst eins, das alles auf die Hand. Das ist einfach weg. Ja, und ich krieg 4 Gespenster von ihm. Ich nehme das. Das ist jetzt auf der Hand, das kommt nachher. Gib mal die Lizzie her. Na, die Lizzie nimmt sich selber nicht. Ja, ja, aber. At next end step. Okay, das heißt, du bekommst tatsächlich die Geister dafür. Ja, ja, fix. Hast du nicht Geister? Im anderen Deck. Achso. Oh, extra Value. Und dann spiele ich Kefnet. Kefnet. Alter. Kannst du mal was anderes spielen? Dann. Also die Lise geht in Bobsch. So. Hm. Das sind 4 Leute. Das. Mhm. Das sind 4 Leute. Dann ich mit Discard Step. Mhm. Ich werde vorher noch das Cyclen der Karte ziehen. Danke ich meine Runde. Mhm. Mhm. Dann Library. Hast du gezahlt für bei dem Karte ziehen? Nein. Passt. Sehr schön. Hast du den Drawstep gezahlt? Nein. Achso, so. Bitte immer im Drawstep. Hast du den nächsten Endstep nicht auf die Hand, ha? Ja, mhm. Die kann schon wieder. Stink wie den. Bitteschön, zieht's nur. Nein, ich will nicht mehr, danke. Achso. Schon 15 Karten, jetzt ist dann. Muss dann aufhören. Mhm. 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 Kannst du dieses Ghostly Prison wegtun? Nein. Moment, leider nicht. Dann lege ich einen Morph. Dann geht's weiter. What the hell? Du bist ausgedacht, guter Freund, oder? More or less, ja. Du hast gar nicht, du hast 3 Mana da. Ja, more or less. Ich bin ausgedacht und ich habe 3 Treasures. Zieh eine. Ja. Ja, ja, das war so genau die Frage beantworten, wie sie gestellt wurde. More or less. Ich spiele so einen Bishop of Wings. Ich will schon wieder mehr Leben kriegen. 2, 4, 6, 7. Dann spielt dein Ding, so schaut mir Ghost Prison. Angel of Despair. Die Frage ist, ob das richtige ist oder das da halt, ja. Womit er sich Dinger macht. Ja, ich weiß, aber ich glaube, ich bin das auf Long Range. Okay. 3, 4. So. 3, 4. Dann. Ah, zahlst du eigentlich für die Angel? Ah, schleich dich. Schleich mich hier, okay, da. Schleich dich. Passt schon, schleich mich. Dann möchte ich gerne einen Pass auf den Kefnet spielen, dass er nicht wiederkommt. Der kommt trotzdem der kommt wieder. Trotzdem also, der kommt, na dann nicht. Okay, ich habe 4 Leben dafür, das finde ich geil. Nein. Der kommt nicht. Der ist ja richtig reidig, der. Das glaubt. Der ist nicht so schlecht, wie er ausschaut. Aber du kannst den Stinkwilling puffen, der kommt nicht wieder. Nein, nein. Der kommt wirklich nicht wieder. Dann spiele ich einen Resplendent Angel. Hm. Ah ja, sicher. Dann krieg ich 4 Leben. Scheiße, Alter, ich will noch viel mehr spielen, aber... das geht halt immer so ist, ne? Kann ich jetzt den Angel of Serenity sehen, bitte, den auf der Hand? Komm, spiel so ein Engel-Deck, geht's ihm richtig gut. Okay. Dann greife ich den Patrick an. Okay. Mit 4 Leuten in der Luft. Die sind 1-1, richtig? Ja. Ja. Dann würde ich einen gern tot blocken. 1, 2, 3.
Endstep. Mhm. Dann kommt ein Engel. Mhm. Vom Resplendent Angel kriege ich 4 Leben. Mhm. Dann würde ich gerne dies cutten. Entschuldige, das dauert länger. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich nicht. Das brauche ich vielleicht, das brauche ich vielleicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich nicht. Das brauche ich, das brauche ich. Okay, erster Durchgang. Hat er auch eine Karte weggelegt? Ja, noch nicht. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich alles. Was brauchst du so? Das ist eine gute Frage, was ich eigentlich so machen will noch. Ich glaube, ich bin so der Zuschauer. Naja. Das haben wir noch. Ja, ja. Du hast den auch urviel. So. Urviel ist übertrieben. Es geht in den Friedhof, Benslayer, Angel, Angel of Grace, Useful Valkyrie, Lindvala und Akroma. Akroma? Ah, jetzt wird's gemeldet. Was ist das? Anzeige ist raus. Wo das habe ich geistig verarbeitet. Okay. Akroma legt einen Friedhof, Alter. In was für einer Welt leben wir? Er spielt schwarz, er könnte den Meter haben. Gut. Da geht der Marke runter. Der kommt ins Spiel. Der wird gecastet. Juhu! Und das triggert. Ja, das darfst du auch so, das Deck magst. Ja, das muss jetzt. Nein, das ist ja draufsteppen, das ist ja davor noch. Ja. So abgibt. Ja. Ja. Okay. Was magst du denn bouncen? Das Ominous Sea. Was da? Das will ich bouncen, nicht du. Das ist eine gute Idee. Den Stinky Dimp. Das hat sich nicht ausgezahlt, glaube ich. Oh, jetzt kein fliegender Blocker mehr. Genau. Dann schauen wir mal. Dann muss ich das ziehen. Da kommt eine Marke drauf. Das ist mir lieber, wenn der in meiner Hand ist. Oha. Nicht im Friedhof landet. Dann spielen wir ein Land. Jetzt geht's los. Heuch dich für 6. Jawohl, für 5. Alle Kreaturen kriegen -5/-5. Hoppala, ich krieg verlieren. Das Leben. War der beste Bounce ever. 1, 2. Ja, auch? Ja, ja. Er killt sich auch. Wirklich? Dann ja, bekomme ja, ich wieder 2 Gespenster, ja? Das war actually das Best-Case-Szenario gerade. Für dich? Ja. 6 Damage machen wir ganz gut gewesen. Ja, aber nicht das Board raffen zu müssen und dagegen nicht sterben, ist halt schon auch ziemlich geil. Darf man das jetzt nicht wie der letzte Mensch? Nurzet. Sagen wir den Würfel haben, der auf dem eine 7 ist. Bitteschön. Dankeschön. Hier ist die 7. Ich darf nicht echt irgendwas Großartiges nennen. Kein Rebound. Sick. Na, keine Spells, actually. Sick. Schüler-Zerbel. Ich will noch Ponder. Endlich. Hättest schon rebounden können. Ja, das war ich. Da hätte ich lieber was gezogen dafür. Hättest zuerst Ponder spielen können und dann schauen, ob es was ziehst. Naja, das war ich. Da hast du vollkommen recht. Passt schon. Guess who is back? Kevnet is back. He is back again. He is back. Dann habe ich fertig. Dann würde ich gerne den ersten meiner Draws von Sylvan Library mit Life from the Loam replacen.
Dredge. Wie viele Karten hast du schon im Friedhof? Kreaturen. Unendlich. 22, jetzt 23. Mhm. Also bin ich tot. Ja. Naja, weil ich nur 26 gegeben habe. Dann einmal, zweimal. Oh. Kann er dich christen, oder was? Naja, er christet mich und dann christet er dich. Frage. Jetzt wird es ein bisschen dauern. Schau mal. Genau, weil er macht, dass du mich hast. Aber in Wirklichkeit ist da ein Problem. Möglich, oder? Hm? Ist schon eine Möglichkeit. Den habe ich auf jeden Fall, nicht auf dich. Ah, das muss man schon machen eigentlich. Ich glaube auch. Also ich glaube, du hast genug, dass sich das auszahlt. Ich glaube auch. Sowohl in Mana als auch in Friedhof. Hm. Allein so die Spinnen oder was da am oberen Ende des Mannes zahlen sich halt aus, oder? Ja. Und auch die andere Spinne im mittleren Spektrum des Mannes ist ganz gut. Ich glaube, da ist einiges am Start, was wir haben wollen. Was geht jetzt ab? Alles. Alles mit scharfen Soße. Die Decks sind halt so zeitmäßig genau entgegengesetzt. Das ist am Anfang leiwand, da kannst du noch im Umhauen, aber wenn es einmal so weit ist, dann mache ich nicht mehr viel. Bei ihm ist es genau umgekehrt. Er macht am Anfang nicht viel und jetzt, da geht's ab. Das stört mich ein bisschen. Für eins mehr musst du, oder? Hast du eine Karte eigentlich gezogen oder bist du noch immer am Überlegen? 4, 6. Kostet 7, die eine, oder? 9, 6. Also, weiß ich, was du für 7 denkst, dass ich habe. Die Spinne? Das. Nein, die. Kostet nicht 7? Nein, nein. So meinst du? Ah, ich meine eine andere Spinne. Okay. Nein, nein. Die hast du nicht. Okay. Nein, nein, die habe ich nicht. Achso. Jetzt verwechselt. Na dann. Dann reicht's so. Ja. Bin nicht hundertprozentig zufrieden damit, leider. Also hast du jetzt schon gezogen? Und nur eine, oder was? Nein, nein, das geht sich nicht aus. Er kann die Treasures wegopfern, sonst hättest du mit Culling Ritual retrain können. Ja. Ich mache mal für 6 und spiele Agathim's Awakening mit X ist 6. Das heißt? Ich hole einen mit 1, 2, 3, 4, 5 und 6 aus dem Spielzeug. Das hört sich ziemlich grauslich an, ich sag's wie es ist, gell? Einmal Stitches Supplier. Spinne, Ishkana und wirst die Eternal Witness. Ja, da gibt es ein paar Schachen, die abgehen. Die Frage ist, ob ich Stitches Supplier nehme, wahrscheinlich schon. Also du kannst es auch einfach ordnen, noch Mana kosten. Ich glaube, das ist 1. Habe ich das für 2? Den Satyr. At least. Kraul Harpuna. Und Kraul Harpuna habe ich auch. Der kann Kefnet oder Token abfallen. Abstellen. Er kann Token abstellen und dann Kev nicht blocken. Ja. Sicher auch nicht so schlecht. Und er ist ein Insekt. Das ist richtig. 3. Haben wir die Witness irgendwo? Sicher. Irgendwo wird schon sein. 4. Ist die andere Spinne, oder? Die Witness-Spinne. Die kostet auch 3,50. Die kostet 3? Also das Aktivieren kostet 4, ja. Ich glaube, ich habe nur einen. Achso, nein, ich habe Grundi. Oh, Leihwand. Das ist mein 6er. Beim 5er bin ich mir noch nicht sicher. Oha, was hast du alles? Ab? Also den Sir. Und ich werde werd die Spinne nehmen. Und das Board ist vollgeranzt. Genau, und ich werde mit Turn Witness Agathim's Awakening returnen. Kannst du 3 Millen? Machst du vielleicht zuerst 3 Millen? Ja. Aber beide musst du targeten, also ist wurscht. Ja. Dann der wird gekillt, also einer von denen wird gekillt. Du bekommst Spinnen. Dann mache ich 3 Spinnen. Dann darfst du bei einem schauen und bekommst noch Kultisten. Genau, und zwar kriege ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18. Yeah! Super ist das. 18 so Dinger. Mhm. Wo ist Toxil, wenn man es braucht? Dankeschön. Und ich werde... Hm? Ist auf der Hand. Gut. Das ist gut. Ich werde Patrix Library nehmen zum Anschauen. Ja, das kenne ich schon. 2, 3, 4. Die ersten zwei waren nicht so leibend. Ich bin gespannt, ob die anderen zwei gut waren. Na, dem gefallen, scheiße. Bitteschön. Spastra. Spastra? Das war okay. Hm. Oh, warte, ich muss 1, 2, 3, 4, 5, genau, da ist eins zu wenig getappt. 6, so. Sonst wäre das andere nämlich gegangen. Nein, ich hätte ziehen können, aber das hätte ich machen müssen, bevor der Chance ins Wenn habe. Ich es darauf verzichtet. Ich meine, wenn du einen Mana unbedingt mehr brauchst für irgendwas, dann hättest du das anders machen können und mit dem einfach Mana suchen. Das ist richtig. Nein, no, das passt schon so. Weiter geht die wilde Fahrt, hätte ich gesagt. Aha. Ich glaube, jetzt werden wir mal das da legen. Mhm. Nicht so schlecht für einen Spell. Mhm, das ist richtig. Oh, jetzt kommt die Schnecke gleich wieder. Die Schnecke. Schnecke ist natürlich geschissen. Das ist korrekt. Hättest doch für 5 Mana den Sir wiederholen müssen. Das passt schon. Aber Patrick wäre schon tot, glaube ich. Oder? Alles gut. Dann geht's weiter. 12, 18, ja, 19. Dann sterben eine Menge so. Willst du für die 2 Zahlen erklären oder darf ich ziehen? Ja, will ich. Fix, okay, fix. Passt. Gut. So, aber der dann kommt der Endstep. Der stirbt. Die sterben. Der stirbt. Und die sterben. Und wie viele sind das? 18, 19, 20 bei mir. Okay. Gut, dann bevor du in Discord-Step gehst, spiele ich Otherworldly Gaze. Kannst du eine Karte ziehen, wenn du das möchtest? 18, 19, 20, 21, 22. Okay. Das, so, das sind weniger. Also das sind viele, zwei. Das sind 20. Und die haben alle Marken bei dir, oder? Genau, und die sind alle meins kleiner. Machst du? Hast noch mehr? Fix. Danke. Was sind die jetzt? 0-1, gell? Genau. Was passiert jetzt? Ich habe Otherworldly Gaze gecastet. End of turn. Und Attacker Waste in den Friedhof gelegt. Genau. Attacker Waste in den Friedhof gelegt. Dann will ich meinen Zug gehen. Ist das in der Ordnung? Dann. Kannst du diese hier casten? Dann caste ich diese hier. Kannst du Karten ziehen? Willst du? Also ich ziehe auf jeden Fall von dem mal 4. Ja, ich kann das doch mitziehen. 2? 2, ja. Na gut, ziehe ich nachher nicht. Die erste Karte, die du ziehst, triggert den hier. Unterste. Die unterste? Ist das nicht die erste, die du gezogen hast? Wahrscheinlich. Schau mal. Okay. Nein, das kann ich ja. Ich weiß, was die erste Wand ist, war es nicht, aber ist egal. Ich will eh nicht. Ich weiß eh auch, was die oberste war, welche oder welche Gaze gemacht. Dann ist das hier wieder da, das ist weg. Und das ist suspended, so. Und du bekommst urviele davon. Nein, wenn ein Opponent draws Cards. Ja, er hat urviele Karten gezogen, oder? Eine, zwei hat er gezogen, die habe ich schon gemacht. Achso. Da habe ich auch schon draufgelegt. Dann draw step. Dann kommt mein draw step. Dann kommt deine Karte nicht drauf. Dann ziehe ich. Das wird noch immer ewig dauern, glaube ich, das ganze Spiel. Achso, du hast irgendwas Orges. Er hat jetzt immer so Orges gehabt. Ja, immer so Orges gehabt. Ja. Mann, reicht hat das nicht? Und die Schnecke ist halt gegen alles. Die Schnecke hasst alles. Zu Recht. Okay. Mensch, schau dir das Zeug an. Das will hier keiner. Ja,
Ja, also wie oft ist dieser Kefnet in diesem Spiel schon gecastet worden? Zu sehr oft. Die geht auf 5. Der ist, glaube ich, seit der Runde 4 kommt er immer wieder. Mhm. Kommt, geht auf 5. Seit Runde 3, er hat irgendein Steinchen gelegt. Und ich bin göttliche Abrechnung mit Rebound. Jeder Spieler bestimmt eine Kreatur, die er kontrolliert und zerstört den Rest. Ich nehme Gott Kefnet. Obviously. Mit Rebound vor allem, das ist auch immer gut. Ich nehme Ischk. Ja, ist nicht das Kammer? Schlechteste für dich, oder? Ischkammer, ja. Triggert der jetzt auch? Ja. Weil die ja. Marken hat. Alles, was stirbt. 6. Not the worst. So. So viel dazu. Dann. Der ist wie dick? Reach. 2-4. Nein, das ist 1, ist 3. 4. Ja, so dass meiner Block aufläuft. Großartig. Großartig, geschmackvoll. Auflebend. Und selbst wenn nicht Feld und Friedhof, wo ist der Unterschied? Ja. Korrekt. Ja, Christoph, wenn du jetzt mal leid, dann habe ich halt dich. Es tut dir leid. Was tut dir da leid, Alter? Hau ich dich für 3 auf 54. Ja. Bitte nimm meine Entschuldigung Vorteil. An. Vorteil, geh, Friede. Sei ihm nicht böse, ja. Ja, ja. Sei ihm nicht böse. Er bitte. Kann nichts für seinen Unmut gegen dich. Seinen Unmut. Wir wollen ja kein böses Blut. Ey, Karamba. Ich hab's auch schlecht gespielt, mal wieder. Aber so ist das Leben. Wie immer halt. Wie immer, ja, actually wie immer. Classic Patrick. Aber du überlegst auch so lange wie immer dafür. Ja, ich mach's trotzdem schlecht. Das heißt, wie lange was passieren würde, wenn ich es nicht so lange überlegen würde. Wären wir schon fertig. Ja. Ich chase Vince Bodici und dann sage ich go. Zahlst dann. Du? Ich zahl für nix. Ich will hier nichts ziehen. Weil ich end of turn. Habe ich das? Nein, dann habe ich noch nicht ins Spiel gebuttert, oder? Jaunt. Tempel. Aus meinem Friedhof ins Spiel buttert. Mhm. Moment. Darf Sick. Ich kurz? Bitte. Ich muss was nachschauen. Ich hätte Etherweil in sein Deck geben sollen. Einfach nur für die Hirnmarterei. Einfach. Gebe ich jetzt Marke drauf? Gebe ich nicht Marke drauf? Oh nein, jetzt habe ich zu viele Marken drauf. Proliferate ich die Marke? Oh. Ja, ich wäre end of turn. Die ich kann sorden. Alter. Oha. Kriege ich 4 Leben. Oder was? Power? 2 Leben. Jawohl, Alter. Kriege ich einen Schlag? Nein. Achso, nein, natürlich nicht. Das war. End of turn gibst du dann Marken auf deinen Gag nicht. Hab ich schon gemacht, ja. Bei Long verliere ich halt auch gegen Spiders. Library. Achso, Library, danke. Oh. Hast du eigentlich ein Schwert gezahlt? Finally. Nein. Oh. Finally, Alter. Finally. Ich habe mir schon gedacht, so Herr, das gibt's ja nicht. Endlich, Mann! Das gefällt mir nicht, wenn er so auszuckt. Ja, passt, ich zahl viel Lema. Okay, zahlst auch nicht für die extra Karten, die du ziehst, oder? Nein. Zahl auf ihr Leben dafür, jawohl. Sehr fein. Ich würde gerne auch das Agathims Awakening mal so machen. Jo. Für 6 wieder? Da ich noch immer die Abrechnung habe, ist das für mich in der Ordnung. Das kommt jetzt wieder, ja? Ja. Ja. Komm, Matthias, Teacher Supply, komm. Gönn dir. Na, er loopt einfach das Hagedim sehr weg, bis ihr alle tot seid. Ich glaube, ich werde das diesmal nehmen. Der Flieger ist nicht mehr so beeindruckend. Also nein, aber das zerstören, weil dann
mit dem Scheiß, dann ist auch ein Leibwand, nicht? Nicht? Schauen wir mal. Praktischerweise kann ich das nicht so leicht zerstören. Ja, irgendwie. Das. Schießt du wieder geöffnet ab? Achso, den da einfach. 1, 2, 3. Hast du den Sato eh noch? Ja, den will ich nicht. Ich nehme jetzt den. Ich nehme jetzt den Sir Conrad the Green. Dann return it. Meine Witness, das auf die andere Tour. Dann! Ich schätze mal, du hast nicht für den Spell gezahlt, oder? Nein! Ich habe aber wir werden wieder Partypartele begrapschen. Oh, ey, dann nur gute Sachen hier. Weil du hast der Patrick alles gekriegt. Also nicht gekriegt jetzt. Wahnsinn. Fuck. Wow. Sick. Ja, was soll's. Org. All die guten Karten weg. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Token. Schwierige Partie. Oh. Solltest du das vorher machen? Mhm. Die zwei mögen sich auch, hä? Das geht sich sehr schön aus. Greenst du es jetzt, oder was? Nein. Hä? So gut wie. Also wenn sich nicht sogar tatsächlich ausgeht. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich ausgeht. Na, das Problem ist, dass er so viele Schnecken kriegt halt, ne? Na, kriegt er eben nicht, wenn du das jetzt machst. Oder? Das? Wieso, er kriegt ja Token, ne? Wenn sie sterben. Ach so, das ja, stimmt. Er kriegt ja danach wieder. Na, das ist geschissen. Ja, solange der Patrick gekillt wird, ist ja okay. Nein. Aber wenn der Patrick deinen Toxri killt, dann kill ich den Patrick nicht. Und der Patrick kann nicht angegriffen werden, bis er wieder dran ist. Korrekt. Wann muss ich das entscheiden, ob ich seinen Toxri kill? Jetzt. Jetzt. Jetzt? Und sonst killst du mich? Deal, wenn ich kill Toxri und du killst mich nicht? Never ever? Ja? Und dann kill ich dich jetzt nicht. Ja. Na, jetzt ist ungut. Aber ich kill Toxel auf jeden Fall, also ich kann schon machen. Ja, bitte. Weil ich will, dass Chase überlebt. Krieg 7 Leben, nicht? Mhm. So, gefällt dir das jetzt besser? Was ist da passiert? Was habt ihr da schon wieder gemacht? Schon besser. Na dann. So. Sollte man schon machen jetzt eigentlich, oder? Dann läuft das schon, oder? Ja, die Frage ist nicht, ob ich einfach nicht das mache. Ich habe keine Eile, weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, ich glaube nicht, dass es. Die Frage ist, wenn ich das mache. Habe ich da irgendwas, was ich flashen kann? Was hat der denn? Was 6? Ah, Retrace habe ich noch. Retrace, das ist nix. Ich habe 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Die sind ja nicht alle weg, oder? Wenn ich das mache, schon. Ah. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, du killst mich doch, wenn du 33 sagst und ich habe 76 Leben. Ah. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, na, warum sind? Ja, ja. Ich meine. Ich meine, er hat dann halt ein paar 8-8er. Nachher noch. Nein, weil er tot ist. Ich dachte, du tötest mich. Achso, ja, stimmt. Er ist einfach weg. Ne? Er ist einfach weg, halt. Ich dachte, du tötest mich. Ja, hört sich gut an. Wie beendet man das? Muss ich aufs Klo. Ja. Dann machen wir mal Doomscar. Er killt dich eh nicht, das Sir killt dich.
Doomscar. Mhm. Er countert. Ja, wahrscheinlich. Nein, aber ich bounce den Sir. Also okay. Das war jetzt lustig. Das hat mir jetzt gefallen. Ist halt deppert, dass mein Chase weg ist, aber so ist das Leben. Oh, weil jetzt killt der Batik mich. Darf ich ziehen für deinen Doomscar eigentlich? Ja, ich glaube, ich ziehe. Also für meinen Doomscar? Dann geht's weiter. Das ist bitter. Ja, dann geht's weiter. Du hast auch so? Patrick. Ich hab gezogen. Und jetzt ja, mach halt noch einmal. Dann, ne? Ja, weil du hast ihn nicht an uns abmachen gehalten. Ich hätte halt. Dann kill ich dich fix. Das halt nur jetzt gemacht. Kannst du einmal einen gemacht. Für eins. Ja, wahrscheinlich. Das hätte halt auch. Das hätte sogar ihn, glaube ich, genau nicht gekillt, dann hättest du sogar deine Abmachung eingehalten. Hast du ja auch ist jetzt wurscht, ich muss eh aufs Heidel. Patrick ja, hat wenn du gewonnen hättest, hättest du auch gehen können. Ja, aber den Krieg hat jetzt eh noch länger gedauert. Weil sicher kann ich. Die Abrechnung kommt. Ich spiele. Ah, ich kann ab 9, 8, 8. Ich spiele Treat für 5. Okay. Oh ja. Ich. UF will leben. 20. Warte mal, du spielst den Treat für 5. Ja, nein. Hardcast. Ja. Dann counter. Ich counter das, glaube ich. Wobei, brauche ich nicht. Du, das kommt eh das Scheiß drauf. Ja, resolve bitte. Ich krieg halt urviel. Ja, kriegst urviel Leben. Ist doch eh wurscht. Er kriegt urviel Leben. Wie gewinnt man dann halt noch? 35 Leben kriegt er. 35. Das ist Leben. Egal, ja. Ob er 60 oder 90 hat. Naja. Nein, das ist nicht. Das ist nicht egal. Ja, das der Sir dreht 20, den schon raus. 20, ja. 20, 30, 35. Das Sir ist, deine, jede Runde das Sir für ist 20. Deine Winning Option, nicht meine. Dann geht's. Vor allem mit dem Dings hättest du da auch Leben bekommen noch. Mhm. Naja. Jetzt kommt der Gacker. Ich meine, wenn er jetzt nicht humoren kann, kannst du das dann nochmal machen. Warte, warte, ich habe noch ein Land gelegt. Hast du eigentlich zahlt für sein Treat? Sicher nicht, gell? Schau ich so aus. Ja, ich hab gewusst. Dann werde ich zur Abwechslung mal das casten, einfach damit ich zwei Leben kriege. Ich gebe es gleich mal auf zwei Runden, ja? Dann ziehe ich eine. Bitte. Ja, passiert eh. Das discard ich. Diese beiden. So, dann mache ich einen 8-8er. Warum, der stirbt ja gleich wieder? Einer nicht, Alter. Er ist mit dir genau das gleiche gemacht wie mit mir letztes Spiel. Mhm. Ist ein Brazen Borrower, ist eine unfaire Karte. So. Dann, die hast du schon untergenommen, gell? Ja. Passt, dann passiert das. Dann überlebt die Righteous Valkyrie. Das passt. Wuhu. Dann gehe ich mit dem Draw-Step, geht deine Marke rauf. Das liegt auch schon viel zu lange da. Mhm. Und hat viel zu wenig gemacht, weil es halt der Patrick ist, der es spielt. Na, wieso? Jetzt gewinnt es halt wahrscheinlich dann, ne? Was ist seine Winning Option? Glaub nicht. Er hätte schon viel früher ein paar Achter machen können, aber. Und wofür? Zuhauen können. Wofür? Zuhauen. Ja, bringt halt gar nichts. Ah. Er ist auf 96 Leben. Was heißt, bringt nichts? 12 Angriff auf dich? Ja, passt mich dort. Passt. Steckst du mich ab, weil dann kann ich aufs Seidel gehen. Ah, dann steckt er sich auch ab. Ja, ich kann dich kurz, damit ich absteckst und dann drehe ich halt wieder auf. So, darum. Geht's, steckt sich ab, bitte. Achso, dann macht man das mal wieder auf. Ja. So. Dann ist diese hier im Exil verdeckt noch bei dir. Ja, bitte. So. Das war mal wichtig und richtig. Ups. So. Tja. Jetzt verliere ich wahrscheinlich gegen dich dann, aber ein Problem nach dem anderen. Sind halt ein paar 8-8er, nicht? Ja, noch sind es halt nicht. Es ist halt. Es können schon ein paar 8-8er werden, das ist doch recht, ja. Bitte, Pille. Dann spiele ich für. Wie das hier so gelaufen ist. Vier Mana. Käfnet mal wieder. Mhm. Du warst schon lange nicht da, ha? Huh? Ich habe ihn schon vermisst, du auch? Eigentlich nicht. Okay. Was habe ich denn da noch? Ah, das habe ich da auch noch, okay. Und. Wir spielen schon wieder ewig. Weil der Patrick schon so viel überlegen muss. Brauchen so eine Schachuhr. Voll. Bin fix dabei. Vorteil. Kann der Matthias keine Combo-Deck spielen? Achso, die mache ich noch plus. 6. Leck mich doch am Arsch.
Und dann zeige ich weiter. So, jetzt gibt es wieder schöne größere Würfel, damit das die Zuseher auch sehen. Die ist auf 6. Blend halt was ein. Ja, du mich auch. Nicht vor der Kamera, Patrick. Also auf OnlyFans dann vielleicht. Ach so. Nein, danke. Ich bin verheiratet. Ich spiele ein Angel of Serenity. Gib mir den Ring halt runter dabei. Weißt du was, den counter ich. Weil der ist ultra grauslich für mich. Jetzt counterst du schon wieder? Ja, den counter ich wirklich. Mhm. Zahlst du eigentlich zahlt für den? Ja. Ja, jetzt bin ich counter. Natürlich sofort. Fix habe ich den zahlt. Fix hast du zahlt. Jetzt, was Nummer 1-1 ist, ist jede Karte wichtig. Dann spiele ich eine Zigarre. Special Ability Opponents Control can cause you to lose permanence. Okay. Krieg ich 7 Leben. 5, 6, 7. Die ist 4, 5, gell, aber das ist zu wenig. Weil dann blockt der Geschissene, der Käfner. Mhm, der Geschissene, der Käfner ist super. Dann spiele ich. Hast du zahlt eigentlich für die Zigarre? Ja, fix. Alles zahlt. Könnte man nix. Alles habe ich zahlt. Dann geht's weiter. Tschock. Achso, geht's weiter, danke. Ich befürchte, dass der Patrick gewinnen wird. Dann ist das noch ein Vierer. Dann mache ich. Jetzt ist der Angel Serenity weg, jetzt bin ich von denen. Zwei. Zwei noch, ja, dann ich drei davon. Ja. So. Mag, wie das so geht. Ja, jetzt gewinnt das nämlich. Dann ziehe ich, dann kommt der nochmal drauf, danke. Na, wenn jetzt irgendein Removal für den Zweig hat. Mhm. Hat er schon zu viel, sehr viel. Welcher Land? Und er hat all diese Manas. Was ist das zweite? Was ist da? Das sind drei, okay. Space in the Sacrifice. Okay, ich werde mal diesen Exil schicken und du kriegst dafür einen 1-1er Vogel. Jawohl, die Rückkehr des Vogels. Ja, die Rückkehr des Vogels. Wo ist ja, jetzt ist die nur noch 5-5. Ja, ich weiß, ich weiß, was du mir sagen willst. Und ich ziehe eine Karte. Nein, ich zahle auch. Oha. So schaut's aus. Und dann würde ich dich gerne mit 3-8-8 dann angreifen. Okay, nehme ich 24. Wieso hast du 4 Mana gezahlt? Aber warte auf deine Hand. 3 Mana kostet, ja, das war mit Drawstep. Gut, dann geht die auf 7. Schon wieder nichts. Na, schon wieder nichts. Ziemlich großartig hier. Da, was führst du auf? Ja, nichts offensichtlich. Ja. Ja, ist gerade nicht so einfach. Ziehen wir nur mal zu zweit. Jetzt kann es nicht mehr so schwierig sein. Jetzt wird es erst recht schwierig. Ja. Umso einfacher die Situation ausschaut, umso schwieriger wird es für Patrick. Das ist ungemein. Aber lustig. Und wahr. Ich möchte den Patrick gerne mit 6 in der Luft angreifen. Also der Achso, willst du das? Scheiße, dieser reidige Käfner. Aber für 5 kannst du immer angreifen gehen. Hm? Ja, aber kann blocken mit den scheiß Käfner. Ja, dann ist halt weg. Greifst du mich an? Ja, sicher. Oha, jetzt überlegt, ob ich mal blockt. Ich auf 23. Dann spiele ich Sunblast Angel. Nein, natürlich nicht. Nein! Dann spiele ich Starnheim Aspirant. Zahl. Okay. Okay. Und dann spiele ich Sunblast Angel. Dann spiele ich Herald of War. Der kostet nur 4 und das 5. zahle ich für den. Ah, der kostet nur 3 und das 4. zahle ich für den Gag. Okay. Oje, oje. Das wäre noch lustig geworden. Ja, ich weiß, aber ich habe nichts, was liegt in der Library. Und dann spiele ich noch Yennara und Zahl. Okay. Dann geht's weiter. Dann spiele ich Toxic Deluge, End of Turn. Memory Deluge. Und Memory Deluge, sorry. Und dann und Zahl. Ich eins. Nein, ich zahl. Ja. Schade. Und auch kein Bob Removal. Den Christen. Ja, aber. Keine Karte, auf der steht, zerstöre eine Kreatur oder so. Hat eh fast gereicht so.
Das Problem ist die ganze Interaktion, die man. Hätte ich vermutlich in der einen Runde einfach grob gesagt. Und ja. Dann kostet die Caterpillar mal. Okay, passt. Was passiert jetzt? Das Ding ist, wenn man so ein Deck halt hat und keine Search-Effekte hat für diese Zerstör-Target draufstehenden Karten, dann ist mit, ich will mich ganz viel selber, sind die halt viel weniger gut. Ja, weil sie halt weg sind. Was kommt jetzt? Gar nichts, ich caste es nochmal. Achso, okay. Für 8 jetzt halt. Dann ziehe ich einen. Nein. Ich nicht. Nein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn ich 8 zahle, das ist jetzt nicht. Schade. Ist aber geil. Weil es ist nicht Talia. Ja, ich weiß. Weil ich ist ja. Es macht sich teuer, ich zahle ja freiwillig. Ja, solche Sachen, aber es ist nicht einfach ein Das wäre noch sehr lustig geworden. Ja, ich weiß, aber der Toxel war das Problem halt. Sonst hätte ich ja das gemacht unter dem Ding. Aber ich bin im Gegenswing. Ist das alles noch End of Turn, oder was? Ja, ist alles End of Turn. Ein Wilder hätte wahrscheinlich groß sein müssen. Aber ich muss auch schon aufs WC. Muss ich jetzt auch verlieren? Ich muss schon seit der Top-Laut gesagt werden, aufs Highlight. Dieses Sprite trinken ist nicht so intelligent. Ah, die Games sind einfach zu lang da. Drei Stunden dauert. Ja. Die zwei nehme ich. Sonst haben wir nach 1,5 Stunden immer Pause. Mhm. So, dann gehe ich in meinen Zug. Enorm lange diese Games. Aber er braucht halt schon 20 Minuten für End of Turn Action. Ah, ich spiele wirklich nicht langsam jetzt. Das ist Put into Hand, gell? Das heißt, das triggert auf dem nicht, richtig? Richtig, passt. Gut, Käfnetrigger, schauen wir mal, ob ich mal das mal sitte. Hey, also Kreatur, nope. Dafür geht das runter, passiert. Tage der Marke drauf. Findest du das noch lustig? Na. Ich überlege euch Concede. Concede WC. Concede into Heisel. Bieten bei der Toilette. Ja, darauf spielt der Patrick in Wirklichkeit, deswegen ist er immer so langsam. Irgendwann ja, aber der Patrick hat eine Erwachsenenwindel an. Ja, genau. Der hat eine gesunde Blase. Der ist schon ein bisschen älter. Nicht so wie ein Kinder da. Der, ist halt ein, der hat eine gesunde Blase. Stimmt das hier, oder? Das braucht er eh, weil er fünfmal sein Mann erzählt, bevor irgendwas passiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 spiel ich Cut Through Time. Alle meine Spells am Rebound. Findest du endlich dein Cyclonic Reef, dass er so overloaden kann? Das habe ich leider nicht, glaube ich, nicht im Deck. Ich habe zumindest keins gesehen. Hat es im Deck? Weißt du das? Schlecht. Das kostet 5 Mana. Cast ich 5 Mana den Watcher. Dann cast ich für 3 Mana. Warte, zahlst du alles? Ja, nein, die zahle ich alle nicht, bitte. Zieh. Wie viel? 2. 2 bis jetzt. Dann lege ich da auch 2 Marken wieder drauf. Das habe ich auch nicht im Deck. Was? Ja, wenn er immer über Karten zieht, so. Ziehe ich Dings. Ne? Das meinst du. Das habe ich vergessen. No. Und dann cast ich für. Da zeige ich das eine, weil ich gönne ich mir Spectral Deluge und bounce alles, was Toughness 1, 2, 3, 4, 4 oder weniger hat. Das dann lege ich da 2 Marken drauf. Dann ist es das, das und mein Vogel, der dir zeigt, was ich von dir halte. Genau, das ist rebounded. Ah. So viel Liebe in der Luft. Dann zahle ich 6 Mana und bauen sie in Aura. Kannst du eine Karte ziehen, wenn du möchtest dafür. Magst du das mit Suspend oder mit Rebound exilen? Geht's nicht? Achso, entweder oder wie? Aber wenn es reboundet, dann kann ich es noch immer nachher suspenden, oder? Korrekt. Ja, dann werde ich das so machen. Actually, good. Good thinking, thank you, sir. Okay. Ich glaube, es ist an dieser Stelle dann soweit. Dann haue ich dich für 24 plus 4, also für 28. An dieser Stelle möchte ich gerne zusammenspielen, weil das Spiel kann ich nicht mehr gehen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das gewinne ich nicht mehr. Aber wie sick wäre das gewesen? 2-mal in Folge. Also ich habe schon noch... Nach keiner einzigen vorher. Okay. Ja, ja, genau. ich hab noch alles auf der Hand. Das ist einfach... Nein, das kannst du nicht mehr. Das gewinnst nicht mehr. Das ist... Gut. Unglaublich, ich habe gewonnen. Ja. Deck. Ich finde das Deck richtig geil. Ich danke allen, die bis jetzt zugesehen haben wieder. Ich weiß, wie viele Teile es diesmal werden. Beim letzten Mal hat es ja doch 3... Beim letzten Mal ist es ja doch 3 geworden. Ich habe keine Ahnung, wie viel lang darüber geworden. Diesmal waren wahrscheinlich... 3 Stunden. Ja, dann wird es wieder 3 Teile geworden sein. Großartig. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Und wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Commander Series mit den anderen Decks oder vielleicht dann schon mit was Katzen, Hunde, Würmer, Vögel. Gut, danke nochmal fürs Zuschauen. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass der Zuschauerwunsch geäußert würde, dass du Vögel spielst als Vogelscheuche. Nein, es, im Gegenteil, es wurde gesagt, dass das eine Katastrophe ist, wenn ich das mache. Du hast nicht Vögel spielen, ich spiele ja. Vögel, das ist okay. Ja, ich habe ja Katzen eigentlich. Der Revi Competitive EDH, weil es war eh auch ein Wunsch, dass wir wieder Competitive Decks spielen. Ja super, du hast ja das einzige Competitive Deck von uns. Geil. Ja. Passt perfekt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ba. Auf Wiedersehen. Servus. Warte, bevor du dich abnimmst, gell? Ich muss so brunzen, Alter. Bitte.